Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide zu Final Fantasy 14. Heute wollen wir das Thema behandeln, wie baue ich denn mir mein perfektes Layout zusammen? Fangen wir ganz einfach an. Ich habe jetzt hier mal wieder auf das Standard-Layout geschalten, damit wir von Anfang an alles schön durchgehen können. Und zwar geht ihr auf Escape. Ich kann euch das jetzt am besten am PC erklären, also auch an der PS4. Wenn ihr eine Tastatur anschließt, könnt ihr das auch so nachmachen. Wir gehen hier auf Layout und so haben wir dann vier Speichermöglichkeiten, um ein Layout überhaupt so einzuspeichern, wie wir das wollen. Man sieht hier auf dem Layout 1, das ist das Interface, was ich mir gebaut habe. Wir gehen jetzt mal auf das Bildschirmlayout Nummer 2, weil wir wollen hier ja ein bisschen was umstellen. Wichtig zu wissen hier ist, ich ziehe das jetzt einfach mal hier nach links oben, damit wir ein bisschen Platz haben. Wichtig zu wissen ist, dass es letztendlich lila unterlegte Kommandomenüs oder Layouts gibt und die weiß hinterlegten. Die weiß hinterlegten sind aktiv, das heißt, man sieht sie auch, wenn sie denn gebraucht werden. Wie zum Beispiel die Allianzliste wird natürlich dann erst nur gebraucht, wenn man auch in der Allianz ist. Also bedenkt wirklich jedes einzelne Detail, weil wenn hier zum Beispiel die Allianzlisten hier in der Mitte habt, klar, so sieht ihr die jetzt erstmal nicht, aber wenn ihr dann in einer Allianz euch befindet, dann werden die hier in der Mitte aufploppen. Und das ist natürlich dann nicht so schön. Ihr könnt mit Rechtsklick diese Layout-Geschichten an- und ausschalten. Das ist ganz einfach. Das macht man mit Rechtsklick und das ist natürlich auch hier sehr praktisch, meiner Meinung nach. Ja, und hier geht es dann im Prinzip schon daran, sich das so mit Drag and Drop zu setzen, wo man es halt haben möchte, ne? Ich habe zum Beispiel meine Lernlisten hier drüben. Wie die ganz genauen unter euch könnt ihr mit der Taste Shift das auch am Raster auslegen, ne? So habt ihr dann keine ganz freie Wahl. Ohne Shift-Taste könnt ihr ganz frei wählen. Also wenn ihr das nach einem bestimmten Raster haben wollt oder eben das immer genau in einer Linie haben wollt, dann könnt ihr das damit wunderbar machen. Was ist noch wichtig zu wissen? Wichtig zu wissen ist noch, dass man, wenn man die Kommandomenüs sich bewegt, dass man die natürlich auch in der Größe verändern kann. Also nicht nur die Kommandomenüs, natürlich jedes einzelne Layout-Teil. Wenn ihr mit Steuerung Position das macht, dann könnt ihr das per Tastaturbefehl ganz einfach machen. Es gibt da unterschiedliche Größenarten, also setzt euch auch das so, wie ihr das wollt. Ihr könnt aber auch hier über die Einstellung des Layout-Menüs hier die Prozentzahl angeben, wie hoch oder wie groß dass ihr das Layout haben möchtet. Zum Kommandomenü sieht man hier schon ganz schön, hat man eine ganz schöne Möglichkeit und zwar kann man sich die anders sortiert anzeigen. Zum Beispiel, das ist das standardmäßig, ich mache es mal größer, damit man es schön sieht. Und man kann das zum Beispiel auch auf zwei Reihen packen oder man kann es vertikal setzen oder eben auf drei Reihen vertikal. Also man hat hier wirklich freie Möglichkeiten, sich das zu setzen, wie man möchte. Und genau, man kann hier die Transparenz noch einstellen. Gut, wer das braucht, kann das natürlich hier auch machen. Genau. Einmal zu dem Teil hier. Das ist zumindest schon mal das Wichtigste, was man einstellen kann. Jetzt einmal noch kurz woanders hin. Und zwar werden wir mal einen Gegner anvisieren, damit wir auch mal sehen, was wir noch so Schönes nutzen können. Ich nehme jetzt einfach mal hier die Trainingspuppe. Wie ihr seht, haben wir hier oben jetzt natürlich die Anzeige der Trainingspuppe mit den ganzen Drum und Dran. Auch das können wir natürlich versetzen, so wie wir das möchten. Was hier meiner Meinung nach ganz schön ist, was man einstellen kann, wenn man hier wieder auf Einstellungen geht, man kann das Ganze komplett anzeigen lassen. Das heißt, wir haben hier die Lebensanzeige. Drunter würde dann der Debuff kommen, wenn wir einen Debuff auf den Gegner setzen. Ich zeige das einmal ganz kurz. Wenn wir hier zum Beispiel jetzt einen Debuff setzen, dann sehen wir hier ihn drunter. Wir können auch im Layout, wenn ihr darauf
auf das Rädchen geht, das Ganze einzeln anzeigen lassen. So könnt ihr quasi den Status des Ziels, die Lebenspunkte des Ziels und den Fortschrittsbalken des Ziels euch so setzen, wie ihr das möchtet, also getrennt voneinander. Das habe ich tatsächlich in meinem ersten Layout gemacht, um mir meinen Fortschrittsbalken vom Ziel weiter oben zu haben, damit ich den besser im Blick habe, wie jetzt zum Beispiel ihr Leben. Und so kann man sich das auch wunderbar überall hinbauen, wie man das möchte. Ob jetzt hier rechts zum Beispiel oder auf die linke Seite oder in die Mitte oder wie auch immer. Das ist ja dann euch überlassen. Ihr könnt es natürlich auch wieder gefasst lassen, dann würdet ihr alles natürlich auf einen Blick haben. Auch das ist natürlich Geschmackssache. Ich habe es gern einzeln, auch die Größe wieder einstellbar. Das ist wirklich überall schön einstellbar. Das gleiche können wir mit den Statuseffekten machen. Auch hier haben wir die Möglichkeit, drei Elemente anzeigen zu lassen. Einmal die positiven, die negativen und andere Statuseffekte. Also auch hier, wenn man ein bisschen das sich verändern möchte, auch wunderbar auszuwählen. Was hier auch schön ist, wenn man da ein bisschen sich das anders eben bauen möchte, man kann das Ganze auch rechtsbündig bauen. Ne? Man kann das jetzt hier rechtsbündig bauen, bei dem sieht man es jetzt leider nicht. Moment, ich gehe mal kurz auf die anderen Status. Also ich habe es jetzt hier linksbündig. Moment, ich mache das mal ein bisschen größer. Und nehme dann andere Status und auch rechtsbündig zum Beispiel. Also auch das ist möglich, wenn man das möchte. Wenn man das hier rechts sich irgendwo speichern möchte. Auch überhaupt kein Problem. Wie man möchte. Minikarte. Ich habe viele Interfaces gesehen, die es zum einen sehr groß haben, aber auch einige, die es einfach mittig haben zum Beispiel. Ne? Hier zum Beispiel auch möglich. Das setzt mal weg, das Kreuzkommando. Das Kreuzkommando übrigens ist das Kommandomenü, was ihr habt, wenn ihr mit Controller spielt. Also auch das könnt ihr natürlich, ich habe es mal aktiviert, euch größer schalten, kleiner schalten, wie ihr das möchtet. Aber für mich als PC-Spieler ist das eher weniger interessant tatsächlich. Der zumindest mit Maus und Tastatur spielt. Genau, also auch das könnt ihr machen. Minikarte in die Mitte setzen. Ihr könnt hier zum Beispiel eure Details und zum Gegenstand und zum Kommando, das ist ein sehr schönes Thema, auch hier rechts oder links bündig festsetzen. Eingangs ist es so, dass ihr, jetzt muss ich selber kurz gucken, wo es genau ist. Gegenstandsbeschreibungen. Wenn ihr unter Charakterkonfiguration unter User Interface im Allgemeinen Reiter guckt, habt ihr hier die Position der Detailfenster. Normal ist es so, dass ihr das am Cursor habt, wenn ihr hier drüber geht. Mich persönlich hat es irgendwann mal genervt, deswegen habe ich die Funktion hier auf Fix gemacht. Und hier ist es dann so, dass ihr dann eben auf den fixen Punkt, den ihr vorher im Layout ausgewählt habt, eure Details sehen könnt. Also das ist auch sehr praktisch meiner Meinung nach. Das können wir hier eben dann so versetzen, wie wir es wollen, wo eben dann die Details erscheinen sollen, wenn wir das fix gesetzt haben. Wenn ihr das am Cursor haben wollt, aber ihr wollt es kleiner oder größer haben, dann wählt einfach nur das Fenster kleiner oder größer, weil dann könnt ihr das eben damit auch einstellen und umstellen auf jeden Fall. Genau, hier haben wir dann eben Inventarschema, Hauptmenü, die Gill und so weiter. Kann man sich alles, wie gesagt, hinsetzen, hinlegen. Auch die Job Gauges, die kann man sich auch überall hinsetzen. Auch das habe ich zum Beispiel eher in der Mitte, meine Job-Geschichten. Finde ich persönlich einfach schöner. Ich mag immer ein ansprechendes User-Interface, deswegen ist das hier auch sehr praktisch, das hier bauen zu können. Wenn ihr das hier alles so eingestellt habt, dann ist es wichtig auch zu sehen oder auch mal zu gucken, nicht nur in den Hauptfunktionen. Wir haben hier nämlich den Reitersystem. Man sieht, man kann hier ein bisschen was ausgrenzen. Wichtiger ist aber der Punkt in Inhalten. Es ist nämlich so, dass es in einigen Inhalten Möglichkeiten gibt, Spezialkommandos und Inhaltsbalken zu sehen. Ist nicht in jedem Inhalt so, gebe ich zu, aber zum Beispiel im neuen Bossi oder Satnur Event ist das das Spezialkommando. Oder der Inhaltsbalken, den gibt es zum Beispiel in Stormblood
Encounters zum Teil. Also hier ist es wichtig, auch da mal reinzugucken, sich das irgendwo hinzusetzen. Man kann es leider nicht, sag mal, simulieren, dass man sieht, wie es aussieht, weil es einfach von Encounter zu Encounter anders ist. Aber auch das setzt euch lieber einfach schon mal vorsichtshalber nicht mitten ins Bild vielleicht, ne, wo es euch stören könnte, sondern einfach, ich meine, wenn ihr es mitten im Bild haben wollt, dann ist das natürlich auch kein Problem. Aber einfach so, dass ihr das auch eventuell dort brauchen könnt und gut sehen könnt. Und wenn ihr mal in so einem Inhalt seid und ihr seht, wie das mal aussieht, dann könnt ihr es ja danach immer noch verstellen. Auch das ist gar kein Problem. Ja, das sind die Hauptfunktionen vom Layout, die ich euch zeigen wollte, die man einstellen kann, die meiner Meinung nach wichtig wären. Das Einzige, was man jetzt in dem Layout nicht einstellen kann, ist der Chat. Da kommen wir jetzt dazu. Und zwar wollen wir den Chat auch verändern. Den kann man auch verändern. Mit Drag and Drop kann man den auch einfach hinziehen, wo man möchte natürlich. Was aber auch möglich... Oh, ich habe natürlich mein Bild davor. Das tut mir leid. Deswegen sieht man den nicht. Also ich setze ihn jetzt mal darüber. Sehr wichtig, Drag and Drop. Dann kann man ihn dahin ziehen, wo man möchte. Man kann auch das Chatfenster größer machen, kleiner machen, wie ihr das wollt. Und ihr habt zu Beginn vermutlich 2 oder 3 Reiter. Auch die könnt ihr umstellen, indem ihr hier auf die Chatlog-Einstellungen geht. Hier habt ihr dann eben die Möglichkeit, euch die Chatlogs, die Reiter, also man kann 4 Reiter insgesamt wählen. Und die 4 Reiter hier habe ich jetzt voll im Betrieb. Und man kann sich die auch so wählen, wie man möchte. Ich nutze zum Beispiel den Chat hier, der Hunting Chat, für eben meine Link Shells. Wer genau wissen will, was das ist, können wir gerne in einem anderen Video mal machen. Oder für meine freie Gesellschaft, für eine Gilde, habe ich dann einen extra Reiter, wo ich dann eben alles mal gucken kann. Mein Kampflog habe ich hier und das ist der Allgemeinlog, den habe ich unverändert gelassen. Aber in der freien Gesellschaft oder im Gildenchat habe ich zum Beispiel auch meine Gruppe drin oder meine Allianz drin. Die habe ich dann meistens an. Was ihr auch machen könnt, so habe ich tatsächlich auch, ihr könnt euch die hier einzeln rausziehen. Also ich habe einen zweiten oben drüber meistens. Man sieht es nur bei mir immer nicht, weil ich mein Bild hier davor habe. Und so kann man sich das auch so hinsetzen, wie man möchte. Man kann auch meinetwegen 4 Chatfenster machen, das geht natürlich auch. Wer den Platz hat, wer sich den Platz geben will, auch das ist möglich. Diese kleine Blume hier rechts ist der Neulingschat. Den könnt ihr auch beitreten. Würde ich jedem empfehlen, der da die Möglichkeit dazu hat. Da kann man dann doch einiges nachfragen oder eben ja, mal um Hilfe bitten oder wie auch immer. Genau, das war's dann auch mit dem Chat. Und ich glaube, dann haben wir an dieser Stelle auch alles. Wir können noch das ein oder andere durchgehen, was eventuell wichtig wäre, zum Beispiel das Inventar. Wie ihr seht, habe ich hier ein sehr großes Inventar. Ihr könnt hier unter Charakterkonfiguration, Gegenstände und Inventar euch das anders anzeigen lassen. Wenn ihr auf Normal geht, habt ihr eben das so, das ist standardmäßig. Dann könnt ihr die 4 Reiter durchklicken. Dann gibt es eben diesen vergrößerten. Dann haben wir 2 Seiten oder eben den ganz großen, den kompletten. Genau. So lasse ich das immer, habe ich alles auf einen Blick. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Aber das könnt ihr eben auch einstellen, so wie ihr das wollt. Genau. Dasselbe geht für Gehilfeninventare. Und ihr könnt hier auch in der Charakterkonfiguration alles Mögliche einstellen, wie die Sortierungsart sein soll. Ob in sämtlichen, also man kann hier ein Untermenü setzen, ne? Man hat hier quasi 4 Reiter und man kann sagen, in der Reiter 4 sollen nur Handwerksmaterialien gelagert werden und so weiter und so fort. Also man kann sich das wirklich wild so speichern und personalisieren, wie man das selbst möchte, was sehr, sehr schön ist. Ja, genau. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Layout. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Ich konnte euch ein bisschen das Layout zeigen oder wie man das einstellt. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Folgt mir auf Social Media und ich würde mich freuen für ein Abo, einen Daumen nach oben oder einen Kommentar. Feedback hilft mir sehr weiter tatsächlich. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Also bis dahin. Ciao, ciao.